Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 01.04.2019 mit einer kurzen Skatlegung, also wirklich kurzen Skatlegung, eine Neunerlegung und zwar Seelenpartner liebte dich noch. Also wie du siehst, also ich habe ihn bereits hier ausgelegt. Also ich bitte dich, schließe deine Augen und tauche in der Energie ein. So wunderbar, also konzentriere dich bitte und sende mir deine Gedanken von deinem Seelenpartner zu, ganz festlich. Sende mir seine Gedanken und seine Empfindungen zu, ja? So, was denkt er, was fühlt er, liebt er dich denn noch überhaupt? Was ist denn da wirklich los mit den Gefühlen, ja? So. Was ist denn da gerade? So, das waren zwei Klärungskarten natürlich. Und hier sind wirklich noch die drei Karten. Und die letzte Karte natürlich des Decks ist für mich auch wichtig. Ja, die letzte Karte. Und hier kommen auch noch zwei Klärungskarten dazu. Also der Universum wollte das so, die geistige Welt. Ja, also dass du halt auch noch Klärungskarten hier hast. So. Und die letzte Karte ist die Lebensfreude, also die freudige Überraschung und die Lebensfreude. Also was ist denn wirklich auf der Kopfebene los? Also auf der Kopfebene spüre ich hier wirklich, dass das irgendwie dein Seelenpartner das weiß, dass es halt so eine schicksalhafte Verbindung ist mit euch, also so eine karmische Verbindung, das weiß dein Seelenpartner. Und also es ist auch andauern, dass es diese Verbindung ist auch stabil und das ist auch in der Bewegung. Also es gibt auch hier Vorankommen und Fortschritt und er ist wirklich intelligent genug, der weiß das also wirklich und der ist auch ehrlich mit sich selber und auch organisiert hier auch einiges. Also auf der Herzebene, was ist auf der Herzebene bei ihm? Natürlich bist du seine größte Liebe und sein größtes Glück. Ja, das ist doch toll, ja. Natürlich bist du das, ja. Und ja, natürlich auch die Anziehung. Du hast gesehen, dass ich hier die Karten vor Ort gemischt habe. Und das ist doch unglaublich, wenn sich das so wirklich zeigt, also bei dir. Also, dass er wirklich für dich diese größte Liebe, diese Erfüllung in der Liebe empfindet, diesen Glück und natürlich diese Anziehung im Herzen. Natürlich liebt er dich. Ja, also in der Realität, momentan ist eine Frau da. Ja, das ist die andere Geschichte, ja, die andere Seite der Medaille. Und also diese Frau ist wirklich, ja, also in der Familie, also kann sein, dass die auch womöglich ja, eine feste Partnerschaft haben und familiäre Verhältnisse haben. Also die Klärungskarte ist hier die Anziehung für dich. Und natürlich auch die Karte der Weite oder auch für die Größe. Also Weite oder Größe oder noch weiter weg, also weiter Entfernung. Eventuell fühlt er, also für dich, dass du sehr weit entfernt bist. Oder aber auch sehr stark diese Anziehung, sehr groß diese Liebe. Ja? Und von allen Dingen hier die Klärungskarten war. Also, dass er, also momentan, das ist die Karte jetzt unmittelbar, also momentan in der Nähe
Und ja, also die Frau ist hier, also auf jeden Fall zeigt sich hier auch die Familie und das Zuhause und natürlich auch die Karte, also dass er also erstmal in seine Kraft kommen muss, also in seine Kraft, in seine Begeisterung und dass auch er jemand ist, also wo noch wirklich diese Finanzen eine große Rolle für ihn spielen. Also es geht es hier auch wirklich darum, dass also hier, also dass er das auch wirklich erkannt hat oder er ist auch klug genug und spürt diese Liebe. Dennoch ist halt diese Frau da. Oder aber auch irgendwie liebt er auch seine Partnerin oder seine Frau. Kann auch sein, dass hier eine tiefe emotionale Verbindung irgendwie schon da ist oder dass die auch eventuell verheiratet sind. Das weiß der auch. Hier zeigt sich auch, dass diese Liebe auch wirklich eine karmische Liebe ist oder eine schicksalhafte Liebe oder dass ihr so füreinander vorgestimmt seid, dass ihr euch trifft und dass also in dieser Inkarnation halt dieser Neuanfang gegeben ist. So, hier zeigt sich auch, dass also wirklich auch mit dieser Partnerin eine schicksalhafte oder eine karmische Verstrickung da ist. Und es ist auch wirklich wichtig, da auch wirklich, dass er selber auch hier bezüglich die Verantwortung hier übernimmt. Wenn so Verstrickungen auch da sind, es ist wichtig für dich, dass du so eine karmische Blockadenlösung vielleicht machst oder diese Karma auflösen lässt. Also ich biete das mit Hypnose an, also die karmische Blockadenlösung. Das dauert 1,5 Stunden bis 2 Stunden, also bis ich dich in Hypnose leite. Also es sind also teilweise auch schmerzhafte Sachen, die gelöst werden. Also von dem Unterbewusstsein, wo du das Gefühl hast, das befreit dich und dann ergeben sich auch um dich herum natürlich auch die Begebenheiten völlig anders. Also ich sehe hier schon also eine Fortschritt, eine Bewegung, eine Stabilität, das hier ein Stück weit bei deinem Seelenpartner also kommt und dass er hier also diese größte Erfüllung in der Liebe, also und diese Nähe und diese Verbundenheit zu dir so also sehr stark spürt, der ist wirklich intelligent genug, der hat das erkannt, dass er so eine starke Anziehung hat und also er hat auch mögliche Pläne jetzt, wie das hier mit euch weitergehen soll und natürlich auch Wachstum und neue Ziele und neue Herausforderungen auch, ja. Und das ist durchaus positiv. Ich würde jetzt gerne hier noch eine Tarotkarte dazu ziehen. Also das Video lasse ich bewusst kurz, also nicht 5, sondern eine Tarotkarte hätte ich gerne für diese Situation. Das soll eine kurze, ja, eine kurze Legung sein. Liebte dich überhaupt? Und da kommen die Kelche, also die 4 Kelche. Es geht hier wirklich, Kelchkarten sind immer tiefe Gefühle. Also es geht ja darum, dass diese Gefühle hier eine Rolle spielen. Ja, also es geht hier um die Üppigkeit, es geht um Liebe, um Zärtlichkeit, um Fürsorge und emotionale Reichtum. Ja, und ja, auch für dich, also das ist die Karte, liebte dich überhaupt, so also für dich gedacht. Also dir wird auch viel Liebe und emotionale Zuwendung entgegengebracht. Und genieße das, also so in deinem Inneren. Und ja, dass du dich auch fragst, gibt es denn auch irgendwelche Beziehungen, die dich einschränken? Oder ist dir das auch vielleicht zu viel an diese emotionale Tiefe, was du momentan erlebst? Also es geht darum, dass du dieses tiefe emotionale Verbindung, dass du das wirklich in erster Linie genießt und mehr in deine Lebensfreude kommst. So, das war die Legung hier. Liebt dich denn dein Seelenpartner noch? Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke auf den Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues vom Kanal Reka gibt.
So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.